Hallo, ich bin Caro Tödmann, bin 40 Jahre alt und habe seit 10 Jahren Morbus Bechterew. So eine Erkrankung macht erstmal Angst. Ich wusste einfach nicht, wo die Reise hingeht. Spitzenzeiten der Erkrankung habe ich Nächte gehabt, wo ich maximal 2 Stunden am Stück liegen konnte, maximal 3 bis 4 Stunden mit Unterbrechungen schlafen konnte. Und damit war ich einfach nicht fähig, weiterhin den Alltag zu bestreiten. Ich musste mein Leben im Prinzip ganz neu durchdenken. Ich habe gelernt, dass ich auch sehr viel für mich selber tun muss. Das Schwimmen hat mir zum Beispiel immer sehr geholfen. Beim Bechterew ist das tatsächlich Teil der Schmerztherapie. Das ist für mich auch so ein Moment, da bin ich so ganz bei mir. Ich habe meine Badekappe auf und höre nicht viel. Ich habe meine Schwimmbrille auf und sehe eigentlich nur das, was unmittelbar vor mir ist. Und dann kann ich halt auch einfach meinen Gedanken freien Lauf lassen. Also habe da auch eine totale Auszeit in dem Moment. Und wenn ich aus dem Becken rausgehe nach einer Schwimmeinheit, habe ich für mich das Gefühl, ein Stückchen größer zu sein. Ja, eigentlich fühle ich mich sogar gesund. Ich glaube schon, dass mich die Erkrankung persönlich halt auch verändert hat. Ohne meinen Mann hätte ich das alles nicht so geschafft. Wir wollten in die Familienplanung einsteigen und ein halbes Jahr nach dem Absetzen der Pille bekam ich Morbus Bechterew. Und dann war an Familienplanung erstmal nicht mehr zu denken. Mit der Zeit habe ich dann ein bisschen mehr Mut bekommen und habe dann über ein Seminar beim Bechterew-Verband eine Rheumatologin kennengelernt, die mir versichert hat, dass ich auch unter entsprechenden Medikamenten, die ich halt benötige aufgrund der Krankheitsaktivität, auch ein gesundes Kind zur Welt bringen kann. Wir haben tatsächlich fast 10 Jahre warten müssen, bis sich unser Kinderwunsch dann tatsächlich erfüllt hat. Aber er hat sich erfüllt und es ist alles ganz prima gelaufen. Mathilda ist jetzt mittlerweile 1,5 Jahre alt und komplett gesund zur Welt gekommen. Ich habe da in der Form den Ärzten sehr vertraut und das war richtig. Also mit der Erfahrung, dass man halt trotzdem noch ein schönes Leben führen kann, ne? Also trotz des Bechterews. Es will keiner chronisch krank sein und das ist ja jetzt nun einfach nicht zu ändern. Es ist einfach so und die Erkrankung ist Alltag geworden. Ja, natürlich blicke ich positiv in die Zukunft. Trotzdem nervt es mich natürlich, klar. Also während andere Mütter sich in der Krabbelgruppe vielleicht für den nächsten Nachmittag verabreden, muss ich dann auf meinen Kalender gucken und sehen, oh nee, da geht's leider nicht, da habe ich Therapie. Gerade in dieser jetzigen Phase wäre ich am liebsten nur Mama, ne, so ganz normal, aber das ist halt nicht so. Ich glaube trotzdem nicht, dass Mathilda irgendwas fehlt. Deswegen sind die Therapien halt auch weiterhin wichtig. Also mittlerweile nicht mehr nur für mich alleine, sondern auch für sie. Und natürlich auch für meinen Mann und für den Hund.